So, wir sind damit beim fünften Rennenpreis von Canzymer. Angeführt wird hier die Formation von der Startnummer 2 von Mr. Blitzer Bitt und Jan Thijs de Jong. Es folgt die 1, I'm the One Who Knocks mit Tom Keumann, mit der 4, Julnik Shark, Tim Schwammer. Die 5, Icarus Love mit Erwin Mott. Dazu kommt dann die 6 Amiral de Retz, Jan Thiring, mit der 10 Generali Rob de Flieger. So, die Pferde ordnen sich ein für das 5. Rennenpreis von Canzymer. Eine Verlangung, die von Vollmann, Mr. Blitzer, die 2, Jan Thijs de Jong, der Bansch, Diamant, die 3, Tom Karten, Julnik, Shark, die 4, Tim Schwammer, dann Icarus Love, Erwin Bock, die 5, Amiral de Retz, die 6, Jan Thiring, Ivan Boko, die 7, Jeff Miras, Nalila, die 8, Kevin Grüll, Born to Run, die 9, Kilian Pohls, Generali, die 10, Rob de Flieger, Kate Baldwin, die 11, Robin Bott, Norton Commander, die 12, Michael Limczyk und die 13 war Jokos Atu und Markus Bock. Versace Diamant, gefolgt dahinter dann von Icarus Love, außen setzt dann auch Una Lila nach, die Startnummer 8 hier mit Kevin Grüll. Und so sind die Pferde dann vor Publikum. Wir warten auf die erste Zwischenzeit, sie ist da, sie lautet die 1:15:1. Unter der Führung von Julnik Shark geht es hier weiter. Top-Position dahinter für Versace Diamant. Außen zieht Una Lila auf. Dahinter kommt dann auch Mr. Blitzer Witt weiter. Weiter innen Icarus Love. Dann sehen wir ein Schwamm noch außen. Zieht dann auch Generali auf. Und so sind die Pferde dann bereits auf den letzten 1000. Fürs dritte Teilstück. Pferd im Einlauf mit Julnik Shark. Ganz an der Außenseite wird dann jetzt Norton Commander eingesetzt. Julnik Shark vorne. Versace Diamant ohne freie Fahrt. Norton Commander an der Außenseite. Kommt ihr mit der Schlussattacke. Der Fuchs macht Boden gut. Steckt den Kopf in Front. Norton Commander vorbei an Julnik Shark. Dann kommt auch noch Generali dazu. Und zwischen den Pferden auch noch Icarus Love. Da war es eng hier auf den Plätzen 2, 3 und 4. Letzte Zwischenzeit für Norton Commander 1, 11, 9. Der Kick ist auf dem Bademann.
uns auf die Sieger des fünften Rennens. Ein ganz besonderes Pferd, auch für Michael ein besonderer Moment, auch wenn es... Erstmal herzlichen Glückwunsch, Michael. Machen wir jetzt ein schönes Foto noch. Uwe, wenn ich mich mal kurz dazwischen bin. Michael, ich sage ein ganz besonderes Moment. Ich habe vorhin Rennen gesagt, der Hochbegabte unter den Bergen. Sag mir mal, was macht ihn so speziell? Ja, du hast es vorher schon ganz toll über ihn gesagt. Er ist natürlich auch einer der Lieblinge im Stall. Er ist noch mal so ein bisschen aufgeblüht. Er hat so viel Klasse, er hat so ein tolles Pferd. Und letztes Mal in Berlin wollte ich es nochmal von vorne probieren, das mag er einfach nicht so. Aber wenn er seinen Rennverlauf hat, er läuft jedes Tempo im Rücken hinterher und dann hat er noch Speed. Kann man laufen? Ja, wir gehen jetzt ein bisschen, bei Lord Commander ist ganz speziell. Michael, du hast lange gewartet mit der Schlussattacke, man konnte ihn auf der Überseite schon sehen, du hast noch gewartet, bis Ivan Boko zurückkam, bist du im Rücken von General Lee geblieben. Muss man mit ihm jetzt mittlerweile vom Kopf her dann auch sagen, okay, wir haben da mal 400, 500 Meter Speed, wir dürfen nicht so früh los? So ist es. Er ist auf 400-500 Meter höllisch schnell und ich merkte, ich habe Tuchfühlung zu den Vorderen und wenn ich gleich die lange Gerade zu packen kriege, dann ist er der Stärkste und das hat er dann auch gesagt. Ich denke, wir werden auch den Weg weitermachen hinter den Pferden und dass er wieder Vertrauen kriegt und dass er dann auch sein Potenzial abrufen kann. Genau so ist es. So haben wir am Anfang bei uns angefangen und so werden wir auch weitermachen. Und ich freue mich mit ihm auf die Goldserie in Berlin und wir schauen weiter. Wir freuen uns auf neue Auftritte von dir, von Norton Commander. Ihren herzlichen Glückwunsch bitte an Michael Nimczyk und an Norton Commander. Besitzerin ist Karin Walter. Ups. Gut. Also, Norton Commander, da muss man immer aufpassen. Da müssen die Gegner auch aufpassen. So, meine Damen und Herren, jetzt auf der hochverdienten Siegparade. Norton Commander und Michael Nimczyk. Herzlichen Glückwunsch. So. Ganz schön leid. Alles klar. Vielen Dank, Anna van den Troost, die gestern noch in Dortmund erfolgreich war. Wir haben noch einen kleinen Ehrenpreis für dich. Ich hoffe, du freust dich. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke. Gut, ich habe gehört, der Miguel ist schon nach Hause. Aber Anna war Dritter, ne? Du hast für den dritten Platz, glaube ich, ne? So, alles richtig. Ja, ich sag mal, ich lese dann auf Initiative von mir, das ist natürlich ganz groß am Nonsens, das ist eine Aktion vom deutschen Galopp und vom Trabrennsport und das sind so erste hoffnungsvolle Zeichen, dass da ein bisschen was zusammenwächst, was aus meiner Sicht zusammengehört. Wir haben hier am Standort, haben wir die Heidemarie Meinke gehabt, die uns da sehr unterstützt hatte. Christian, wie eigentlich als Freiherr von der Recke, hat uns auch nochmal unfassbar unterstützt und wir sind so happy, dass das so funktioniert hat. Ne? Der ganze Galopp im Vorfeld mit acht Jockeys rausgekommen und wir so, oh verdammt, 8 Jockeys, wo gibt man die Pferde her? Und ja, ich bin echt richtig, richtig stolz, dass wir das alle gemeinsam so hingekriegt haben. Ich halte das für psychologisch total wichtig. Das ist ein großartiger Tag und an der Stelle auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an dich stellvertretend für alle Jockeys, die hier heute den Weg hingefunden haben. Das ist ein ganz großes Brett. Herzlichen Dank an der Stelle. Ich möchte mich auch bedanken, das ganze Galopperlager ist hier. Macht es euch bitte in der Tribüne gemütlich, genießt den Abend, wettet noch ein bisschen, vielleicht ist da der eine oder andere Euro für euch drin. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Super, dass ihr da seid. Dankeschön.